Die Sterilisation ist eine sehr definitive und auch radikale Form der Empfängnisverhütung. Sowohl Mann als auch Frau können sich sterilisieren lassen. Zu den Vor- und Nachteilen bei den verschiedenen Geschlechtern, da komme ich später noch drauf zurück. Solltest du und dein Partner keinen Kinderwunsch mehr haben, weil ihr schon ein paar Kinder zu Hause rumflitzen habt, oder darfst du vielleicht sogar aus diversesten Gründen keine Kinder mehr bekommen, dann ist die Sterilisation sicherlich eine Methode. Man sollte aber auch immer im Hinterkopf haben, dass das eine sehr radikale und sehr definitive Methode der Empfängnisverhütung ist, die man auch ganz, ganz schwer nur wieder rückgängig machen kann. Ein Irrglaube, der immer noch extrem präsent ist, dass die Sterilisation der Frau irgendwas am Hormonhaushalt verändert. Dass das nicht so ist und auch gar nicht so sein kann, das zeige ich euch jetzt. Immer wieder hört man im Rahmen der Sterilisation der Frau, ja, jetzt kommt es zu hormonellen Schwankungen, zu Wechseljahrsbeschwerden, schon in jungem Alter. Und dass das überhaupt nicht stimmen kann, zeige ich euch in dieser Grafik. Was ihr hier seht, ist ein Längsschnitt durch eine Gebärmutter. Zu der einen Seite geht der Eileiter ab und am Ende diese runde Struktur ist der Eierstock. Eierstock, das sagt der Name schon, da entspringen die Eizellen, die wandern dann im besten Falle durch den Eileiter Richtung Gebärmutter und auf halbem Weg treffen sich Spermium und Eizelle und dort findet die Befruchtung statt. Und um das zu unterbinden, kappt man einfach die Verbindung zwischen Eierstock und Gebärmutter. Das heißt, dieser Eileiter, das ist der Ort des Geschehens bei einer Sterilisation der Frau. Da gibt es jetzt verschiedene operative Techniken, da sage ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu. Jedenfalls möchte man irgendwie diesen Eileiter unterbinden und die Kontinuität durchbrechen. Das machen die einen mit einer Elektrokoagulation, das heißt so eine elektrische Verödung. Ganz starke Hitze lässt dieses Gewebe dann veröden, dass da nichts mehr durchkommt. Die anderen unterbinden das mit Fäden, dass man da einfach zwei dicke Knoten draufsetzt. Die nächsten machen zum Beispiel am Eileiterende ist ein Fimbrientrichter. Dieser Fimbrientrichter, den gilt es eben auch abzuschneiden oder zu unterbinden, dass es auch nicht zu einer Aufnahme einer Eizelle kommt und nachher noch zu einer Eileiterschwangerschaft. Der Eierstock, also der Ort der Hormonproduktion bei der Frau, der bleibt völlig unangetastet. Da rührt keiner irgendwas an. Die Hormonproduktion bleibt also entsprechend auch komplett gleich wie vorher. Es finden auch weiterhin Eisprünge statt. Diese Eizellen landen dann aber im Bauchraum und werden dort einfach abgebaut. Das ist dann Fremdmaterial für den Körper. Aber an der Hormonproduktion oder am Hormonhaushalt, da passiert überhaupt nichts. Das heißt, es kann auch nicht zu irgendwelchen hormonellen Schwankungen kommen oder auch nicht zu Wechseljahrsbeschwerden in dem Sinne. Das ist wirklich ein sehr hartnäckiges Gerücht, was weiterhin im Netz kursiert. Aber mit dieser Illustration wird es, glaube ich, ganz deutlich, dass das einfach falsch ist. Kommen wir als nächstes einmal zu den Risiken bei der Sterilisation der Frau und hier sollten jetzt vor allen Dingen auch die Männer ein bisschen aufpassen und im Hinterkopf behalten, was es denn da für Risiken bei der Frau gibt, denn im Anschluss komme ich zu den Männern und da gibt es schon eklatante Unterschiede bei dem Risikoprofil. Unterm Strich steht fest, wir müssen bei der Frau irgendwie in den Bauchraum kommen, denn dort befindet sich eben der Eileiter und früher passierte das Ganze per Bauchschnitt, das war also ein großer Schnitt, den man machen musste. Heute gibt es Gott sei Dank die Bauchspiegelung, die Laparoskopie. Trotz der risikoärmeren Laparoskopie ist es natürlich so, dass man trotzdem an den benachbarten Strukturen und Organen und Geweben vorbei muss oder hindurch muss. Und da gibt es natürlich eklatante Komplikationen, die passieren könnten. Unabhängig davon, dass man natürlich Hautschnitte macht, die bluten können und Wundheilungsstörungen machen können, kommt an späterer Stelle noch der Darm in die Quere. Dann kommt da noch der Harnleiter, die Harnblase in der Nähe. Der Eierstock selbst, haben wir gesagt, da dürfen wir auch nichts dran manipulieren, weil da findet die Hormonproduktion statt. Die Gebärmutter ist in der Nähe. Alle Strukturen sollen geschont werden. Natürlich, das ist ein Routineeingriff, der sehr oft gemacht wird und deswegen auch mit seltenen Komplikationen einhergeht. Aber es gibt es eben. Man muss eben in den Bauchraum und immer, wenn man dorthin muss, gibt es die Komplikationen und vor allen Dingen auch den Darm, der da in der Nähe ist, der so seine eigenen Bewegungen macht. Und da muss man sehr gut aufpassen, dass man da nicht reinpiekst. Denn Darmverletzungen möchte wirklich niemand haben. Unabhängig von diesen operativen Risiken gibt es ein Risiko, was keine Frau hören möchte, wenn sie sich sterilisieren lässt. Das ist nämlich die Schwangerschaft trotz Sterilisation. Denn in der Medizin wird es niemals die 100% geben und auch bei dieser Operation oder dieser Verhütungsmethode gibt es nicht die 100%. 5 von 1000 Frauen werden trotz Sterilisation schwanger und das sind dann Schwangerschaften, die auch nicht dort sich entwickeln, wo sie sollen, in der Gebärmutter, sondern meistens in dem Eileiterstumpf, der übrig geblieben ist oder sogar in der Bauchhöhle. Wir hatten gerade das Thema, die Eizelle wird trotzdem produziert, sie wird in die Bauchhöhle geleitet und es muss sich nur ein Spermium da irgendwie in die Bauchhöhle auch verirren und sich dort mit der Eizelle verbinden und schon kann es zu einer Bauchhöhlenschwangerschaft kommen und die kann wirklich eklatante Folgen haben. Es ist natürlich etwas, was selten vorkommt, aber das ist eine Komplikation auch bei der Sterilisation. Etwas, was auch oft belächelt wird oder auch sehr, sehr oft vergessen wird, sind die psychischen Folgen bei einer Sterilisation der Frau.
Es gibt viele Frauen, die ein bisschen per Übersprungshandlung sich für eine Sterilisation entscheiden und dann irgendwie ein Jahr später sich unnütz fühlen oder merken, ich bin unfruchtbar, ich bin als Frau nicht mehr dieselbe Person, denn ich habe jetzt keinen Sinn mehr im Leben. Solche Geschichten muss man auch aufklären. Das heißt, es gehört wirklich gut überdacht und gut überlegt, ob man sich sterilisieren lässt. Oftmals entscheidet man sich vielleicht doch noch anders, wenn erstmal ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Deswegen, diese Entscheidung ist wirklich sehr, sehr wichtig und muss gut überlegt werden, da nicht einfach etwas überstürzen. Es gibt also eine Vielzahl von Komplikationen bei der Sterilisation der Frau. Und wie es bei den Männern aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, liebe Männer, uns geht es jetzt an den Kragen oder besser gesagt an den Samenleiter. Die Sterilisation des Mannes ist wesentlich komplikationsärmer und nebenwirkungsärmer als bei der Frau. Und wenn man sich als Paar sterilisieren lassen möchte, dann sollte man wirklich sehr gut überlegen, ob es nicht der Mann in die Hand nimmt und sagt, hey, ich mache das, bevor ich jetzt meine Frau da auf den OP-Tisch lege, lasse ich das doch lieber selbst machen. Denn bei uns ist das in lokaler Betäubung ein ambulanter Eingriff. Man geht wie beim Zahnarzt morgens hin und kommt nachmittags wieder raus. Es gibt wirklich wenige Strukturen, die man am Hodensack passiert, das Ganze, die Operation, die man da betreffen kann. Da ist kein Darm, da ist kein Harnleiter, da ist keine Harnblase, da sind keine lebenswichtigen Organe. Das heißt, die Operationskomplikationen sind wirklich sehr übersichtlich und wir haben fast überhaupt keine Nebenwirkungen. Du hast genauso ein Sexualverhalten wie vorher, du hast ganz normalen erektiles Glied, du hast einen ganz normalen Hormonhaushalt, du hast einen ganz normalen Samenerguss, da sind halt eben nur keine Spermien mehr drin und deswegen kommt es eben auch nicht mehr zur Befruchtung. Ansonsten ist das wirklich sehr, sehr übersichtlich an Nebenwirkungen. Und was wirklich ein Vorteil ist, im Gegensatz zu der Frau kann man das auch besser wieder rückgängig machen. Wenn man dann nach 5, 6 Jahren doch überlegt, wieder Kinder zu bekommen oder erneut einen Versuch zu starten mit einer neuen Partnerin, kann man das sehr gut wieder rückgängig machen. Und bei der Frau ist das sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Also, liebe Männer, es ist leider so, wir müssen auch mal unseren Mann stehen und diese Operation ist überhaupt nicht vergleichbar mit der der Frau, die wirklich auf dem Operationstisch liegt, Vollnarkose hat, die ganzen Komplikationen, die man halt hat, wenn man in den Bauchraum hinein muss. Wir setzen uns da auf den Stuhl oder liegen auch und haben eine lokale Betäubung wie beim Zahnarzt. Da kommen wir nicht drum herum, das kann man nicht wegdiskutieren, deswegen gut überlegen, wer sich sterilisieren lässt. Ein Wort noch zu den Kosten bei der Sterilisation der Frau. Bis 2003 war es so, dass die Kosten komplett übernommen wurden durch die Krankenkassen. Ab 2004 nur noch die medizinisch notwendigen Sterilisationen. Hat man also aus körperlichen Gründen oder psychischen Gründen der Mutter einen medizinischen Grund, sich sterilisieren zu lassen, dann übernehmen die Kassen weiterhin. Sei es aber eigentlich nur aus familienplanungstechnischen Gründen, dann muss man selber in die Tasche greifen. Der Klassiker ist eigentlich, dass man jetzt aus welchen Gründen auch immer den zweiten oder dritten Kaiserschnitt vor sich hat und dann im Rahmen eines Geburtsvorbereitungsgesprächs schon mal plant, dass man sich sterilisieren lassen möchte, weil man natürlich durch die mehrfache Operation am Bauch und an der Gebärmutter ein erhöhtes Risiko hat, dass da Komplikationen während einer erneuten Schwangerschaft entstehen. Das wäre ein medizinischer Grund, sich sterilisieren zu lassen und würde sich insofern anbieten, weil wenn man eh schon den Kaiserschnitt hat, hat man ja eh schon den Bauchschnitt und dann kann man an Ort und Stelle gleich die Sterilisation durchführen lassen. Das ist also der Klassiker in Kliniken, dass man gleich den Kaiserschnitt nutzt, um da die Sterilisation durchführen zu lassen. Sollte es andere medizinische Notwendigkeiten geben, macht man das natürlich per Bauchspiegelung. Die Kosten belaufen sich ungefähr auf 1.000 bis 1.500 Euro, um mal so einen Richtwert zu haben. Die genauen Kosten erfahrt ihr natürlich bei euch in der Klinik, wenn ihr eben keine medizinische Notwendigkeit habt, eine Sterilisation durchführen zu lassen. Kleine Anmerkung meinerseits, wo ich mir jetzt keine Fans bei den Männern da draußen mache, die Sterilisation beim Mann kostet nur ungefähr 300 bis 400 Euro. Das war das Video zum Thema Sterilisation der Frau und auch ein bisschen des Mannes. Wer sollte sich jetzt also sterilisieren lassen? Das sollte wirklich gut überdacht werden. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Entweder hat man eine absolut abgeschlossene Familienplanung, man ist sich hundertprozentig sicher, oder es sprechen irgendwelche medizinischen Gründe gegen eine erneute Schwangerschaft oder gegen eine Schwangerschaft im Allgemeinen. Dort gibt es eine Vielzahl von internistischen Erkrankungen zum Beispiel, die das unmöglich machen. Oder man hat gegen die anderen Verhütungsmethoden, die es so gibt auf der Welt, Kontraindikationen, ob es jetzt eine Allergie ist oder eine Unverträglichkeit. Das alles muss wohl überdacht sein, gut überdacht sein und in dem Zusammenhang auch, wenn nichts gegen die Sterilisation des Mannes sprechen sollte, auch gut überlegt sein, ob es nicht der Mann in die Hand nimmt und sagt, ich mache die Sterilisation. Die Fertilität ist potenziell wieder herstellbar, es hat weniger Risiken, es hat weniger Nebenwirkungen, es kostet weniger. Es gibt kaum einen Grund, warum man sagen sollte, wenn man sich denn aussuchen kann, dass die Frau die Sterilisation macht. Da müssen wir Männer eigentlich schon von alleine sagen, komm her, ich mache das, ich nehme das in die Hand.